Willkommen zu einer weiteren Folge von Garden Pause. In der letzten haben wir begonnen, hier das Haus umzubauen mit Tücken und Ecken und Kanten und mühsam und schieß mich tot. Jetzt geht's natürlich weiter. Endlich möchte ich die Raumaufteilung machen. Brauche dazu natürlich wie immer so ein bisschen Holz noch. Und dann soll es klappen. Ist wenigstens von Vorteil, dass mit diesen Bauelementen es nicht so viel Holz benötigt. Also man kann schnell mal, kommt man voran mit dem Bauen. Das finde ich echt gut. Ich brauche da, ich glaube, die langen Holzscheite und zwei Stück davon. Und dann könnt ihr da schon eine Hauswand craften. Das finde ich wirklich sehr, sehr gut. Was ich nicht gut finde, wie wir das in der letzten Folge schon zusammen eigentlich herausgefunden haben. Ach ja, ich habe wieder mal volles Inventar, wie könnte es anders sein? Ist hier eben das. Leider konnten wir da keine Lösung finden. Also ich habe ja noch versucht, mit einer Treppe zu arbeiten. Das geht leider alles einfach irgendwie nicht. So. Muss da mal kurz noch... Aber wir könnten noch kurz was kochen unterdessen. Machen wir ein paar Eier. What? Wieso denn? Wieso brauche ich denn Platz im Inventar? Geht's noch? Für Kochen? Wieso? Wieso ist das so? Ach ja. Also, jetzt craften wir hier mal sowas. Und dann benötigen wir... Jetzt gehen wir aber zählen. Ich glaube, es ist besser. Moment, da haben wir noch Wooden Pool, Wooden Board. Okay. Ich werde hier oder hier. Machen wir noch einmal hier zu oder reicht das? Ja, das muss reichen. Also, eine Wand, zwei. Und könnten wir theoretisch vielleicht, wenn wir einen Durchgang machen, nein, eine Wand mal hier hin. Jetzt kommt hier alles weg. Und hier noch ein, also sicher mal zwei Wände. Dann müssen wir schauen, wie das ausschaut. Ich will ja Räume machen. So Abteilungen, aber ich möchte auch sehr gerne einfach einen Zaun stehen lassen. Ich könnte den auch gleich wegräumen hier. Du musst noch weg. Und dann kommt hier noch eine Wand hin. So. Genau. Ja, das passt schon. Jetzt muss ich das hier mal kurz weghauen. Das auch. Käserdingens, da stellen wir provisorisch mal hier hin. Da wird dann sowieso irgendwie die Küche kommen. Und dann noch Stardust. Da mache ich mal kurzerhand hier so hin. Kommt alles noch anders und kommt alles noch weg. Okay, dann werde ich jetzt ein paar Wände craften und Durchgänge. Also einen Durchgang hier habe ich noch. Jetzt machen wir noch einen zweiten und wir können es nochmal versuchen mit dem Fenster. Ich crafte mal einfach eins. Dann Wände und eine Pillar. So. Ich denke, das sieht noch hübsch. Ups, das sieht noch hübsch aus, wenn wir vielleicht hier ein Fenster hin. Aber die sind in. Das sehe ich jetzt richtig, ne? Das funktioniert hier schon wieder nicht. Exit Building Mode to. Jetzt ist es. Ach, jetzt wisst ihr was? Ach du Kacke. Sag jetzt nicht, das geht. Moment. Das ist nicht wahr. Ach du meine Scheiße. Okay, ich nehme alles zurück, was ich in der letzten Folge gesagt habe. Was ich getan habe, was ich behauptet habe. Ich hätte es einfach so drehen können. Mann. Ich echt nicht geachtet. Ich habe dann immer mit dem Mausrad gedreht. Oh ne. Ich muss mal kurz abladen, damit wir hier Platz haben.
Puh, machen wir gleich einen Komposthaufen. Ja, ihr müsst jetzt warten. So. Ach Mann, das habe ich nicht gesehen. Dass wir das so. Oh, hier fehlt noch ein Pillar. So, sieht es auch so ein bisschen schöner aus. Da. Da. Ich überall eine und dann kommt hier da eine normale Wand dazwischen. Und natürlich hier auch nochmal eine Pillar. Dann hätten wir das schon. Jetzt möchte ich aber gerne hier noch ein Fenster. Dazu benötigen wir die Large. Muss ich gerade aufpassen, dass ich gar nicht zu viel eigentlich mache. Jetzt nehme ich hier nochmal eine Wand weg und setze jetzt mit meinem neuen Erkenntnis, wie man das eigentlich macht. So. Dann kommt hier eine Wand rein. Und hier. Und dann kommt hier ein... Ups, nein! Hier möchte ich diesen Durchgang. Wahrscheinlich steht der Blumentrog zu nah. Ja, das ist mir egal. Also wegen einem Blümchen. Das wäre. Oh. Werden wir überleben. Dass so weitergeht, hey, sollte ich vielleicht echt aufhören. Hier. Jetzt vielleicht, ja. Komm schon. Komm schon. Ich will dich hier. Ja. Das funktioniert. Und dann würde ich gerne hier noch. Das geht jetzt auch nicht wegen dem Ofen. Ja, da ist auch was drin. Egal. Würde ich hier gerne. So. Und eine Wand mit Fenstern. Setzen wir hier auch hin. Fraglich, ob jetzt. Steht die jetzt richtig? Nein, die steht nicht richtig. So. Machen wir hier nämlich so zu. Hier kommt eine normale Wand hin. So, jetzt haben wir hier das schon so mal ein bisschen unterteilt. Dann würde ich gerne. Ach komm schon. Und hier so ein Durchgang. Und wir hier noch ein Fenster reinhauen? Ich glaube, das könnte man wirklich gut. Es gibt so eine Terrasse dann. Ich finde es halt schön mit Fenstern. Aber jetzt wissen wie. Komm, wir machen das. So. Das wird jetzt halt dann wirklich hausmäßig, ne? So, hier kommt dann noch eins hin. Und wir. Oh. Ja, da kann ich jetzt noch gerade. Das muss ich erst leeren. Weil der schmeißt mir dann alles raus hier. Wir haben hier aber noch eine Wand. Hier wird ein Durchgang kommen. Kann ich die noch gleich craften? Was mache ich denn? Ich hasse es. Komm, ich muss auf die Seite. Das will nicht. So. Nehme ich mal die Axt. Vielleicht passiert dann weniger Schlimmes. Meine Nerven. Was wollte ich jetzt? Habe ich schon wieder vergessen. Durchgang. Ach so, genau.
Wir benötigen noch einen Durchgang. So. Ich werde dann noch gleich testen, ob es vielleicht schöner ist, wenn wir ganz offen lassen, anstatt diese Türen. Also natürlich von draußen rein schon eine Türe, so wie hier. Aber ob wir es vielleicht, ob es schöner ist, wenn wir dann wirklich ganz offen lassen. Also hier werden wir das auch machen. Dann würde ich sagen, dass wir hier eine Wand setzen. So. Oder ob wir das dann so offen lassen, damit man schön durchgehen kann. Oder eben auch... Ach, sieht schon schöner aus. Dann haben wir noch eine Wand mit Fenstern. Jetzt brauche ich da nochmal so ein Durchgang. Oh, voll verwirrend. Nochmal ein Durchgang. Hätten wir hier eigentlich einen Raum, obschon ich den, der ist riesig. Also da könnten wir auch nochmal so abgrenzen, je nachdem. Habe ich was fallen gelassen. Fenster, 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 da geht's durch. Hier muss ich erst die Kiste leeren und da ist ziemlich viel Zeug drin. Ich mache gleich noch mehr rein. Dann kommt hier eine fixe Wand. Da ist schon mal zu. Vielleicht können wir sogar noch so ein paar Pillar... Was benötige ich da? Ein Large. Ich weiß gar nicht, wie viel wir da noch brauchen. Hier fehlt eine. Ah ja, wir brauchen da einiges mehr. Ah, viel zu wenig gecraftet. Komm schon. Hier hin. Da ist gut. Ich brauche wahrscheinlich noch Holz gleich. Da. Da stimmt auch was nicht. Überdeckt ist das oder? Da, ja, es geht. Dann wird hier eins kommen, wenn die Wand dann drin ist. Habe ich alles zu. Hier fehlt dann noch. Eins, zwei, drei. Das haben wir überall. Können wir nämlich ganz cool hier hinten raus holzen gehen. Schaut doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Irgendwie lasse ich mir dann noch was einfallen, damit man diesen Absatz da nicht so gut sieht. Wir könnten vielleicht Pflänzchen oder so hinstellen. Damit das nicht so auffällt, dass da am Boden einfach eine Riesenlücke ist. Das stört mich wahnsinnig. Aber jetzt erstmal die Grundelemente da. Wir könnten sogar vielleicht hier noch einen Eingang machen. So. Wir haben da noch so. Okay. Hier und hier und hier. Dann haben wir es, glaube ich, mehr oder weniger, was das betrifft, geschafft. Kann das sein? Ja, dann kommt hier noch eine Wand, sobald ich diese Kiste wegnehmen kann. Jetzt können wir gleich noch testen, wie sich das jetzt verhält, wenn wir den Zaun stellen. Und da bin ich sicher.
Okay, den müssen wir so rotieren. Das war nämlich damals schon ziemlich tricky. Doch, geht. Es geht. Es geht, es geht. Machen wir den zweiten. Irgendwie noch hier hin. Oh. So, hier hin. Falscher Weg, ne? Mist. Man sieht es irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht bin ich einfach auch blind, aber ich finde, das sieht man so mega schlecht. Seht ihr das, wo jetzt das, was außen ist und... Keine Ahnung. Ich versuche es jetzt so. Jetzt stimmt's. Dass die schöne Seite außen ist. Genau. Da brauchen wir noch. Hier werde ich dann wahrscheinlich offen lassen, damit man eben gut zu den Kisten kommt. Wir könnten dann theoretisch das Pflänzchen vielleicht sogar auf die andere Seite nehmen. Kommt das da hier? Dass wir das jetzt vielleicht hier hinstellen. So. Hier werden wir dann auch offen lassen, denke ich, weil hier kommt man gut drauf. Und hier machen wir zu. Ich glaube, das ist keine so schlechte Idee. Jetzt wachsen natürlich die Pflanzen unten durch. Dann brauchen wir oben noch ein Dach. Meine Güte, ein Dach gibt es ja, glaube ich, auch noch nicht. Also ja, es gibt irgendwie so einen Blueprint mit schrägen Dächern. Ich hatte ja mal versucht, mit diesen Rampen was zu bauen, aber es hat nicht gut funktioniert. Das war nicht gut. Zaun. Ich weiß es noch nicht. Muss ich gucken. Also es gibt jetzt einiges zu tun, aber so in dieser Form jetzt wird das losartern bei uns. Wieso habe ich... Ach so, den muss ich ja wegnehmen. Genau, sollte ich auch noch irgendwo hinstellen. Ich weiß noch gar nicht wo. Sicher draußen. Wahrscheinlich werde ich das auch hier wieder in diese Ecke machen mit dem Ofen. Dass alles hier reinkommt, sobald die Wand da drin ist. Habe ich denn hier Platz? Hier hätte ich Platz. Geh mal da rein. Du auch. Sollen wir vielleicht diese Kiste hier wegnehmen könnten? Du kommst da rein, du auch. So, genau. So. Jetzt habe ich natürlich doch, jetzt stelle ich diese Wand hier hin. Da. Dann können wir den Ofen jetzt nämlich auch dann gleich hinstellen. Jetzt weiß ich gar nicht. Wir machen den doch da mittig. Ofen. Bist du weg? So. Dass wir den da so hier. Zack. Die Chest reinstellen. Weiß gar nicht,
Wollen wir die einfach erstmal hier hin? Ich räume die mal. Ich muss das doch anschauen, was ich da alles in diese Ecke reinpflanschen will. Kommt natürlich dann noch einiges dazu. Weil das alles will ich da raus haben. Ich will den Amboss draußen haben. Alles, was so mit dem zu tun hat, in Anführungszeichen, will ich da haben. Okay. So, das war mal schon wieder eine Baufolge. Das Dach fehlt noch, aber ich werde jetzt offscreen mal gucken, dass ich da mehr vorbereiten kann. Ist halt wahnsinnig zeitaufwendig, ne? Das ist das Ganze dann, wenn man so viel noch investieren muss offscreen und ja, es sonst vielleicht langweilig wird. Aber dass wir vielleicht jetzt diese Ecke mal einrichten und Ordnung in das Chaos bringen. Schön wart ihr auf jeden Fall mit dabei auch. Gerne alles in die Kommentare, wenn ihr Fragen habt oder natürlich selbst irgendwelche guten Ideen zu dem Spiel. Da würde ich mich wahnsinnig freuen. Ein Abo da lassen, dann verpasst ihr keine Folge mehr von Garden Quest. Und schaut... Garden Quests, Garden Pause. Und schaut euch doch auch kurz in der Playlist um von dem Spiel, sowie auch auf die anderen Playlists von diversen anderen Let's Plays, die laufen auf meinem Kanal. Da würde ich mich natürlich auch freuen. Däumchen da lassen, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.